Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es hier um einen kleinen Wargi-Fight, den wir lange nicht mehr gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, auf welchen Wargi-Fight wir gerade, also welchen Teil wir haben. Welchen Teil wir haben bei dem. Wir werden bei dem PPV2 Black Edition kämpfen. Das sieht man vielleicht auch. Ich habe jetzt gefunden, was die Artis halt immer zum Zerstören gebracht hatte, weil die waren ja irgendwie kaputt. Komischerweise. Entschuldigung. Wegen der scheiß Wolle hier. Ich war wohl zu behindert, dass ich das, die Wolle, also dass ich das erkannt habe. Boah, meine deutsche Skills werden auch immer besser. Muss ich das jetzt abbauen? So, bup. Komm. So schießt der Erste, der hat ja Automatik. Wir kämpfen hier gegen einen Public, glaube ich. Weiß ich gar nicht, vielleicht ist ein Public oder nicht. Wer weiß. Oh, hä, was war das gerade bitte? Ah ja, die Kübels spinnen ja manchmal ein bisschen. Ich hoffe, die geht jetzt nicht hoch, die Kanone. Ja, und zwar möchte ich jetzt noch eine kleine Information aussprechen, warum eigentlich längere Zeit keine Videos mehr online kamen, beziehungsweise nicht mehr kamen. Es liegt daran, dass nämlich meine Oma gestorben ist, die ich gut kannte, weil, ja, wenn man die halt nicht so gut kannte, dann ist das halt ein paar Tage später vergessen. Aber wenn man die halt gut kennt, dann merkt man sich das halt einfach und dann ist man halt richtig traurig. Das war halt auch jetzt mein Fall. Es gab sogar, ich habe auf dem Black Planet das ja kurz mal bekannt gegeben, dass da meine Oma gestorben ist und dass deshalb dann längere Zeit keine Videos mehr online kamen. Und da kamen einige Vollspasten, Vollidioten her und meinten, das wäre eine Lüge und dass ich mit YouTube aufhören würde, weil ich das einfach nicht mehr kann und weil ich einfach dumm und kleines Kiddy bin und in Österreich und sowas. Und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, was mit den Leuten da abgegangen ist, weil die das geschrieben haben. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Es waren zwei. Damalige ES-Nutzer und ES, ich glaube, da war mehr als für die Hälfte gegen mich, weil keine Ahnung warum. Und das ist halt jetzt, also ich finde das sehr traurig, warum da Leute gibt, die denken, dass wenn man das jetzt schreibt, dass man, dass es Spaß ist, weil man, ganz ehrlich, man wünscht keinen Menschen den Tod und man macht auch mit dem Tod keine Witze. Ist so, man macht keine Witze, man macht auch keine Pranks darüber, weil wenn ich Pranks darüber machen würde, wäre ich ja komplett bescheuert, weil das macht man einfach nicht und ja, ist so. Man macht das einfach nicht, weil welcher Mensch würde bitte schon als Scherz den Tod nehmen? Also ich würde jetzt nicht in den Laden gehen und sagen, oh, meine Oma ist gestorben, hahaha. Und dann würden fragen, hä? Und dann würden andere wieder sagen, also würde der Typ jetzt sagen, haha, geprankt, das macht man nicht. Also man möchte ja selber nicht, dass man, wenn man spielt, stirbt, dass man dann, ja, halt stirbt. Dass man da halt Witze macht, wenn man gestorben ist. Und das ist halt, finde ich, dann halt wieder ein bisschen blödes Thema, warum da wirklich so ein Kack-Noob herkommt und dann das sagt, ne? Also, das behauptet, dass man da jetzt einen Witz darüber macht. Aber ich möchte darüber jetzt nicht mehr reden. Das Thema ist jetzt abgehakt für mich. Am Dienstag, also den Dienstag, war die Beerdigung. Und ja. Ist so. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Tschüss. Scheiße. Warte mal. Die Kanone noch? Shit. Shit. Aber jetzt kommen wir gleich direkt zum nächsten Thema. Und zwar habe ich und mal ein paar Freunde von mir einen YouTube-Channel aufgemacht. Wie heißt denn der eigentlich? Irgendwas mit Let's Spielen, die German oder sowas heißt der. Den könnt ihr natürlich abonnieren, wenn ihr wollt. Unten in der Beschreibung ist der Link. Den haben wir gemeinsam, also ich habe ihn aufgemacht und es werden wahrscheinlich zwei weitere Freunde dabei sein. Bin ich mir nicht sicher, ob Marcel will, weil der ist, glaube ich, ein bisschen zu faul, um aufzunehmen, also Videos aufzunehmen. Ist so. Und ja. Es ist leider so.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, also ob das, also wie man das jetzt macht, also wie wir das jetzt machen. Ich habe schon einige Let's Plays, also einige Videos gemacht, allerdings noch nicht hochgeladen, die muss ich noch rendern. Das ist halt das Problem mit Let's Plays, den muss man richtig lange rendern, weil 20 Minuten und wenn man nicht so ein gutes Internet hat, dann hat man halt verkackt, sage ich mal. Weil ich habe ja nicht das perfekteste Internet, das wissen vielleicht einige oder andere. Es ist zwar nicht schlecht, aber es ist eine 15.000er Leitung und das ist schlecht. Sag ich mal, vor allem für Videos. Also, ich muss dann halt meine Mutter noch fragen, weil ich bin ja noch nicht 18, ich kann ja noch nicht mal einen Internetvertrag da abschließen. Sondern ich muss meine Mutter überreden, den Internetvertrag zu ändern, weil ich habe jemanden. AMD oder vielleicht kennen einige oder andere den. Dann habe ich halt gefragt, ob man das Internet irgendwie schneller machen kann, beziehungsweise den Router, weil der unterstützt manchmal immer ab, manchmal nicht, manchmal schon. Und dann habe ich halt danach gefragt und hat gemeint, ja, neues Internet kaufen, das wäre wohl das Beste. Ja, da muss ich halt, habe ich halt was UPC, das heißt bei euch, glaube ich, da, das heißt bei euch nicht UPC, das ist so eine Art Pflanze, so eine Art Pflanze, die als Bild, also Profilbild, würde ich schon sagen, als Bild hier ist und ja, vielleicht kennen einige oder andere das. Das ist so eine Art Pflanze und es hat, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich sage lieber nichts darüber, was sonst sage ich was Falsches. Auf jeden Fall, oh, GG, wir haben es gestorben, ah. Okay, wir sehen auf jeden Fall nicht so dermaßen zerstört aus bis hier in der Mitte. Aber da funktioniert alle Kanonen, oder? Ja, der Typ ist nicht offline, das habe ich schon gedacht. Ich habe ihn jetzt nur auf Dach getroffen und gucken wir mal nach. Ohoho, da haben wir schon einiges kaputt gemacht. Oh, das ist ein Public Worker, also kann ich da ruhig mal rumfliegen, es ist nicht so schlimm. Ach du. Ja. Ach du Heiliger, ja, das ist schon mal. Oh. Also hier funktioniert eine Artillerie noch, aber ich habe ihn anscheinend so getroffen. Oder er hat sich selber in den Tod gestürzt. Hier sieht man schon mal, ich habe einen Schuss mit der Hälfte kaputt gemacht. Hier haben wir schon einiges tief gekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel oft wir geschossen haben. Sind ja keine Stichartis, das sind sogar noch relativ alte, kaputte. Teilweise kaputte Artis. Ja. Aber jetzt ist der Fight zu Ende. Und das Thema, wie schon gesagt, ich habe jetzt einen neuen YouTube-Channel, der Let's Play-Channel. Und wenn ihr den, ha also wenn ihr den abonnieren wollt, dann unter der Beschreibung findet ihr natürlich den Link unter Kanal, also unter wer hat mitgemacht. Ah ja, und noch eine kleine Information, die wollte ich eigentlich beim Fight auch noch sagen, aber ich war gerade so vertieft irgendwie in dem Thema. In dem Thema halt, ja, Thema. Und zwar, dass ich einen Film starte, einen Kurzfilm, der 10 Minuten dauert, aber, warte, ich muss schon, auf jeden Fall, das ist so ein kleiner Kurzfilm, 10 Minuten dauert der, also nur 10 Minuten dauert der wahrscheinlich, und ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gibt keinen Daumen hoch. Da könnt ihr entweder Daumen runter oder einfach lassen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr bei diesem Film dabei sein wollt. Es ist nur ein Kurzfilm, wirklich, der dauert, wenn dann schon zwischen 7 und über 10 Minuten circa. Wirklich ganz kurz. Damit ich halt das Thema, also das nicht mehr abbreche, weil ich wollte ja 2005, der Minecraft-Film wollte ich ja eigentlich machen. Aber der, den habe ich ja wieder abgebrochen. Und ja, aber ich würde sagen, das war's dann für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Wenn schon, dann gebt einen Daumen hoch. Schreibt da unten in die Kommentare, ob ihr bei diesem Film mitspielen wollt. Ihr braucht halt nur ein gutes Mikrofon, das halt nicht dermaßen rauscht, wie so. Ich mach's mir vor. Ungefähr so sollte das nicht rauschen. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Video und ja, dann ciao.